Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Nein, ich bin nicht abgestürzt. Ich habe nur gerade die Katze zurechtgelegt, weil die sich immer so unglaublich breit machen muss. Das nervt. So. Wir haben das letzte Mal... Ach ja, genau. Wir haben das letzte Mal Reitgeschirr besorgt, was wir jetzt der Hexe bringen müssen. Ich sollte mit der Hexe sprechen, aber alles, was wir im Dorf machen, machen wir später. Deswegen questen wir jetzt weiter. Von unten nach oben. Ich muss Alraunenwurzel einsetzen, um die Erscheinung und den König der Jagd vom Druidenkreis zu verjagen. Scheiße! Also, Entschuldigung. Ich habe Alraunenwurzeln nämlich weggeschmissen. Was heißt weggeschmissen? Die müssen jetzt ja noch da rumliegen. Wir verfolgen erstmal das Quest. Dann weiß ich, wo ich hin muss. Das ist gar nicht so weit von hier entfernt. Oh, als ich das letzte Mal Platz brauchte, habe ich total mir gesagt, ach, Alraunwurzeln, das ist doch ein Dreck. Wer braucht denn sowas? Das habe ich weggeschmissen. Ich hoffe, dass die noch da liegen. Ich bild mir ein, ich hätte die erst gerade vor kurzem weggeschmissen. Demzufolge habe ich jetzt auch gar keinen Bock auf diese Altviecher. Ich brauche unbedingt meine Alraunenwurzeln. Das geht ja gut los, der Part. So, hier hinten. Ich würde sagen, reinrennen, Alraunenwurzel schnappen, falls sie noch irgendwo hier liegen. Sieht aber schlecht aus, sieht sehr schlecht aus. Ah, super, ich kann eh nichts aufnehmen. Wieso kann ich denn jetzt noch nicht mal in die Kiste gucken? Am Gegnerzustand kann es nicht liegen. Mein Emblem leuchtet nicht. Die sind mir nicht gefolgt. Obwohl, der leuchtet jetzt auch gerade nicht. Ah, jetzt leuchtet er, okay. Ja, ist egal. Ich habe jetzt keinen Bock auf Gegner. Ich habe euch alle schon mal... Oh, die sind ja echt unendlich hier. Ich habe gedacht, ich habe das hier gecleant. Was ist hier los? Voll die Seuche ausgebrochen. Wenn ich leveln will, weiß ich, wo ich hinrenne. Aber das will ich jetzt nicht. Ich will doch nur meine blöden Alraunwurzeln wieder haben. Mensch, dass ich aber ausgerechnet von all den Items das wegschmeiße, was ich für einen Quest brauche. Kann man so doof sein? Ja, man kann. Alp, 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 Alp und ein Algol. Alp, 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 Alp. Okay, ich höre schon auf zu singen. Es gibt Dinge, die sollte ich nicht tun. Aber hier ist nichts, außer mein Buff. Scheiße. Meine hingelegten Items sind echt weg. Shit. Shit, shit, shit. Das ärgert mich jetzt ungemein. Letztes, wo ich noch gucken könnte, wäre hier. Holztruhe, nee. Einfach weg. Einfach weg. Dann habe ich den letzten Quicksave gemacht. Der ist nämlich in der Höhle drin. Vielleicht könnte ich meine hingelegten Allenruden noch schnell retten. Hätte ich echt Bock drauf. Hallo. Oh, das dauert immer so lang. Weil dieses dumme Spiel jedes Mal auf einen neuen Slot speichert. So, warte mal. Gruft in den Feldern. Von 15.39 Uhr. Der Autosave, als ich rausging. Der Autosave, als ich rausging. Und hier habe ich den Part beendet. Das heißt, wenn ich hier jetzt das lade... Ich meine, mein Gott, das sind 5 Minuten. Ich mache jetzt einen auf schnell hier. Dann habe ich halt ein paar Exp weniger. Aber ich habe noch meine doofen Wurzeln. Ich hoffe, die liegen echt noch da. Ansonsten... ist das ganze Gemachskarat umsonst. Ich habe nämlich draußen schon ein paar Sachen weggeschmissen, wegen Platzmangel. So, jetzt sind wir hier noch drin und meine Items müssten hier noch rumfliegen. Hier nicht. Warte mal, wo bin ich denn hier gerade? Ah ja. Ich war jetzt noch gar nicht bei den kleinen Menschen. Vielleicht habe ich jetzt meine Alraunwurzeln sogar noch, weil ich den Platz noch... Ich glaub's aber nicht. Ich glaube, die habe ich schon weggeschmissen. Habe ich keinen Bock, die zu suchen. Ich suche die lieber hier drinnen. Oh, ist das fällig. Egal, ich renne jetzt mal da schnell hin. Hol mir mein Geschirr. Ach. Sie gönnen einem aber auch nix hier. Komm, geh einfach sterben. Ja, die kleinen Menschen da, die kennen wir ja schon. Diese Crocs oder wie die heißen. Die das Ganze ja in die Wege geleitet haben, weswegen ich hier bin. So. Dürfte ich jetzt bitte? Also das war ja wieder ein etwas seltener Gegner.
Dessen Zeug möchte ich mitnehmen. Und ich schmeiße weg die Zungen. Die habe ich definitiv das letzte Mal hingelegt. Das weiß ich noch. Und ich meine halt auch die... die Alraunen. So, kann ich jetzt... Hallo? Kriegs, nicht Krogs. So, das Quest ist erledigt. Süß. Die Stufe kriegen wir trotzdem. Ja, wir haben ja eh fast alles gemacht. Ich renne ja jetzt nur am Schluss noch ein bisschen rum. So, das andere Item, das müsste... Ach, zeig mir doch nicht die Map. Wer braucht denn die? Das müsste da unten sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da was abgelegt habe. Mann, oh Mann, oh Mann. Das hätte aber auch besser laufen können jetzt. Ja, ja, hab ich's nicht gewusst. Da liegen sie. Das sind nämlich, glaube ich, 5, 6 Stück. Ach. Nimm irgendeine andere Scheiße. Und wenn ich jetzt wieder... Wehe, ich brauche diese Hundspetersilie. Dann kotze ich in die... Ecke, nimm jetzt das Ding mit. Och Mann, jetzt muss ich erst kämpfen. Mann, hast du ein hässliches Gesicht. Ja, hopp, ist gut. Mach hin. Geralt, lass dich doch nicht so einlullen. Du hast sie jetzt schon 5, 6, 7, 8 Mal bekämpft. So. Ausgerechnet, die muss jetzt natürlich hartnäckig sein. War ja schlimm. So, dankeschön. Oh ne, ich hab da einen Flatterer. Ne, doch nicht. Das war eine Fledermaus, kein Flatterer. Hab schon gedacht, da ist jemand von der Decke gesprungen. So, er hat sie mitgenommen. Wunderbar, nichts wie raus hier. Ich weiß, jetzt habe ich die Höhle unterm Strich nicht erkundet. Also da oben ist jetzt noch ein bisschen was frei. Aber wir waren ja im letzten Part da. Und es ist ja nichts Spannendes passiert. Und besondere Items gab es auch nicht. Deswegen gehen wir, und wenn möglich, bitte in die richtige Richtung. Gut. War das fällig. Aber na gut, die ersten 7 Minuten dann halt ein bisschen verdrödelt. Aber wieder korrigiert, das ist ja die Hauptsache. Und jetzt können wir dieses andere Quest angehen. Alle Raunenwurzeln. Wie viel brauchen wir denn genau? Hab ich denn jetzt schon genug? Indem ich Alraunwurzel auf das Feuer im Druidenkreis lege und sie anzünde. Mhm, ich muss die Erscheinung besiegen, die den Druidenkreis heimsuchen. Okay, ich habe das gerade nochmal in Ruhe durchgelesen. Nicht, dass es nur nachts geht oder so, aber davon steht da nichts drin. Deswegen werden wir dieses Ritual jetzt am helligsten Tag vollführen. So, das Wetter ist mal wieder atemberaubend schön hier. Ob es in der Gegend überhaupt regnen kann. Wer weiß, wer weiß. Ich habe echt das Gefühl, hier regnet es deutlich weniger. So. Vielleicht regnet es ja auch nie. Aber 100% wissen tue ich es natürlich nicht. Wo bin ich? Okay, immer geradeaus. Ja, wir sind fast da. Ich sehe zwar noch nichts Spannendes, aber... Ah, hier. Ja, mal gucken, ob es klappt. Das Feuer brennt schon mal. Da müssen die Alraunen rein. Das sind sie. 6 Stück hätten wir. Und jetzt? Noch mehr? Nee, komm. Nicht, dass ich jetzt alles verbrate und da passiert nichts. Soll ich doch erst nachts hingehen? Warte mal, ich mache einen Quick Save. Nicht, dass ich das jetzt hier verbocke. Wie viel willst du? Da passiert nichts. Du müsst doch jetzt... Da hinten rennt eine Wiefer rum, aber die kann es ja nicht sein. Nochmal lesen. Nochmal in Ruhe. Ich muss Alraunwurzel einsetzen, um die Erscheinungen und den König der Jagd vom Druidenkreis zu verjagen. Ich muss die Erscheinungen besiegen, den Druidenkreis heimsuchen. Der Einsiedler behauptet, dass ich den König der Jagd fernhalten kann, indem ich Alraunwurzel auf das Feuer im Druidenkreis lege und sie anzünde. Ja, aber dieser König der Jagd, wenn ich den fernhalte, will ich das? Naja, gut, dann habe ich sie verjagt, aber das Quest geht ja nicht weiter. Was ist denn das da hinten?
Geist des wandelnden Feuers. Da kann ich meinen Igni-Zauber bestimmt erhöhen. Jetzt bin ich echt verwirrt. Also wegen dieser Quest. Sind ihr das jetzt oder nicht? Wie hatten die Wiefer noch? Ich sehe ihren Health-Balken gar nicht. Wenn ich da die ganze Zeit mit dem falschen Stil angreife, kann sich das ja unnötig in die Länge ziehen. Ich kann es nicht einsehen. Wegen dem hohen Gras vermute ich. Egal, sie ist tot. So, beruhig dich, Geralt. Schnapp dir den Igni-Bonus. Jetzt gehen wir da nochmal gucken. Das kann doch nicht sein. Druidenlaterne. Aber es passiert nichts. Wir sind hier definitiv richtig, ne? Naja. Komm, ich lege jetzt alle drauf. Wenn nichts passiert, lade ich den Spielstand. Noch eins. Ja, da passiert gar nichts. Was für ein scheiß Quest. Vielleicht geht's doch nur nachts. Aber es geht doch um diese Erscheinungen, die immer nur mittags da sind. Oder geht's um was anderes? Um die Erscheinungen und den König. Na gut, es geht nicht unbedingt um Mittagserscheinungen. Vielleicht geht das wirklich nur nachts, das blöde Quest. Das hätten sie aber dann auch dazu schreiben können. Oder es ist egal und ich muss einfach nur auf die Nacht warten. Ich werde auf jeden Fall den Spielstand jetzt laden. Sorry, Leute. Ich habe keinen Bock, dass ich hier mein Quest versaue. Nur weil das nicht so genau da drin ist. Vielleicht hat der Einsiedler ja in dem Gespräch deutlicher gesagt, was ich tun muss. Und das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, weil es schon ein paar Wochen her ist. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Deswegen wird jetzt erstmal geladen. Ja. Ja, mach noch mehr Lärm da draußen. Boah. Ja, schon das zweite Mal, dass wir hier den Spielstand laden in diesem Part. Das steht unter keinem guten Stern. Na gut, heben wir uns das Quest für die Nacht auf. Mit der Hoffnung, dass dann auch was passiert. Und machen weiter. Wir haben ja noch so viel, von daher. Geheimnis des Hexer. Ich habe... Oh, Hauptquest, lassen wir in Ruhe. Ich muss den Lehrer des Felsens beim Friedhof in den Sümpfen entgegentreten. Ja, da können wir noch nicht hin, zu den Sümpfen. War mal Friedhof in den Sümpfen? Da gab es einen Friedhof, ernsthaft? Ich werde es mal einfach... Ja, definitiv, da komme ich jetzt momentan nicht hin. Das heißt, wir werden das auch nicht weiter verfolgen und machen natürlich das nächste Quest. Das geht erst später. So, Zahnarzt kann auch erst später gehen, der ist ja nicht hier. Würfelspiel. Ich frage mich, ob es noch bessere Spieler als mich gibt. Die Hitze des Tages. Ich muss Julian suchen und ihn warnen. Ist aber ein Mainquest, deswegen lassen wir es. Ich muss den Dorfpropst... Nein, das ist ein... Bringe das ins Dorf. Machen wir auch später. Wir müssen noch 3 Wiefern-Eiern erledigen. Okay, das... ja, kann ich jetzt aber nicht machen. So, und jetzt beginnen die Probleme. Verschlinger kann ich nicht machen, weil mir ein Eintrag fehlt. Muss den Elfenhandwerker 4 Chitin-Exoskelette beschaffen. Shit, das habe ich einmal verkauft. Muss ich erst die Gegner wieder machen. Aber wir könnten Basilisken töten. Und Alp können wir auch nicht machen, weil uns ein Eintrag fehlt. Auch Menno, jetzt sind wir ja fertig. Der Renker geht nämlich auch nicht weiter. Ich werde ihn nur finden, wenn ich den Jungen finde. Naja, fast, ne? Ich muss die Ertrunkenen töten und das Seeufer in einem Fluss heimsuchen. Das geht nur nachts. Steht jetzt auch nicht hier, dass es nur schwarz, nachts geht. Schwarz. Ja, wegen Schwarzschwalbeninsel. 2 gute Gründe, auf die Nacht zu warten, würde ich sagen. Ach man, ich dachte, ich wäre jetzt hier noch voll mit Questen beschäftigt und dann habe ich das schon fast hier. Weil ich eben diese Gegnerquests nicht machen kann. Das ärgert mich so. Ich habe jeden angepruppelt und war immer sehr erpischt darauf, die nötigen Bücher und so zu kaufen. Ihr wisst das, ihr habt das ja gesehen, dass ich da... doch sehr leichtfertig mein Geld ausgegeben habe. Aber hat trotzdem nichts geholfen. Jetzt brauche ich ein Nachtlager. Ich check gerade nochmal die Gegend hier. Seeufer, Druidenkreis, Kreis der Elemente. Ich möchte mal kurz zum Einsiedler. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich da eventuell ein Buch übersehen habe. Außerdem vielleicht sagt er mir was Neues in Bezug auf dieses Druiden-Dingens. Was ich da eventuell falsch gemacht habe.
schließlich habe ich ja 1-2 Dinger da reingemacht und erst dann gespeichert. Vielleicht triggert das ja ein Gespräch. Ach, von Wiefern brauche ich Wiefern-Eier und die könnten ja schon droppen, auch ohne meinen Eintrag. Deswegen mache ich die jetzt nochmal schnell kaputt. Ja, ich muss flink. Ich muss auf flink bleiben. Ja, komm. Hab dich nicht so. So, was gibt's denn Feines? Keine Eier für mich. Vielleicht brauche ich doch einen Eintrag und hab mich verlesen. Egal. Nun erstmal ab zur Einsiedlerhütte. Ich bin jetzt erstmal einfach zuversichtlich, dass ich dort auch pennen kann, dass da irgendwo ein Lagerfeuerchen war. Und dann werde ich mir die Nacht herbeiholen. Schauen wir mal. Da hinten wohnt er. Feuerstelle. Ja, wer sagt's denn? Ja, zuerst rede ich mit ihm. Wie kann ich helfen? Was sollte ich nochmal tun? Tötet 9 Phantome in dem Druidenring. Sie zeigen sich nur... Such in Ordnung. Alles klar. Feuerstelle. Wir haben ja auch neue Talente erworben. Und damit unser Inventar... Immer noch kein Gold. Oh, kommt schon. Ach, warte mal, da steht's ja eigentlich auch. Wenn ich Goldtalent, Charakterstufe 34, kann ich das irgendwo jetzt hier sehen, was ich bin? 27... Och komm, das dauert ja noch ewig. Mit 34 habe ich das Spiel durch, Leute. Ist doch sinnlos, ey. Gut, es gibt nicht viel Gold und das ist dann wirklich richtig awesome, aber trotzdem. Ein bisschen übertrieben ist das schon. Ich weiß echt nicht mehr, was ich mit Bronze machen soll. Mit Bronze ist auch hier schon was ausgebaut. Schneller Stahl. Ja, komm. Bronze ist immer gut. Oder hier, ja. Hau rein. Silber ist schnell weg, aber was mache ich mit Bronze jetzt? Das ist doch scheiße. Da ist nichts mehr, ist auch nichts mehr. Wäre ja, alles schon auf Max hier fast. Das ist ja Wahnsinn. Intelligenz haben wir. Da haben wir alles. Was ist das? Geht nicht. Bräuchten wir ein Muttergen. Ja, geht nichts mehr. Das war's mit Bronze. Jetzt könnte ich noch die blöden Zeichen durchgehen. Da habe ich definitiv noch ein bisschen... Was benutze ich denn noch? Das Einzige, was ich noch ein bisschen benutze, ist Art, ne? Also das da, das ist doch Art, oder? Das kann ich gerade nicht einsehen. Art. Ja, ich denke es einfach mal. Ist mir egal. Einfach. Da. Was ist das jetzt? Bewirkt Niederschlag. Mhm. Und Chance auf Lähmen. Ja, ist eigentlich nicht schlecht. Aber trotzdem. So. Was könnte ich hier machen? Ein Absud. Absud ist eigentlich immer gut. Eine Katze fehlt mir noch. Hatte ich ja vorhin die letzte benutzt. Schwalbe meinetwegen auch nochmal. So, und den Honig lassen wir, die Möwe. Nee. Will ich nicht. Beide haben wir das letzte Mal erst gemacht. Ja gut, wenn es jetzt noch geht nochmal. Nee, absolut geht nicht mehr. Alles klar. So, wir haben wie viel Uhr? Ist egal, ich schlaf einfach bis Mitternacht, würde ich sagen. Oder ein paar Stunden weniger, sagen wir nochmal 9 Stunden. So. Damit die Nacht auch nicht allzu schnell vorbeigeht. Jo, du hast das Recht zu schlafen. So. Und schon ist es finster. Alvin ist auch mittendrin. Der Junge will anscheinend auch nicht schlafen. Das sind jetzt schon die ersten Verschlinger. Tja, Verschlinger bräuchte ich eigentlich für einen Quest. Hab das dumme Buch nicht. Shit, ich wollte ja beim Einsiedler gucken, ob er ein Buch hat, aber der pennt jetzt, ne? Egal, das war ja den Leuten schon immer egal. Abgeschlossen, ey! Och. Muss der hinter sich abschließen, das macht sonst kein Mensch. Na gut. Habe ich halt Pech gehabt. So, wir gehen jetzt zum Druidenkreis. Ja, blöder Zaun. Kannst du nicht einfach drüber steigen, Geralt, Mensch. Da ist doch ein Zeichen.
Ja, in Ordnung, ich weiß. Komm. Ein Skill kann nie schaden. Wir wechseln aber schon mal auf Igni. Okay. Ah, da hinten ist schon die Party in Gange, glaube ich. Was ist denn da los? Seht ihr das? Das sind doch meine... Oh yeah. Da hinten geht die Party ab. Die Erscheinungen sind da. Gleich mal speichern. So, da wollen wir mal. Ja, wenn noch ein paar, wenn noch einer mehr kommt, genau, Gruppe. Los geht's. Ich liebe Gruppenkämpfe, wenn ich nicht gerade gelähmt bin. Hallo, hallo. Hallo, Geralt, aufstehen. Hey. Ja. Okay, Geralt ist wieder fit. So, da war es nur noch einer. Wie sieht's aus? Kann ich auf den Starken bei Erscheinungen? Anscheinend nicht. Geht nicht. Nicht gelähmt sein, ja. Oh, die sind aber auch böse, merke ich gerade. Hallo! Obwohl er alleine ist. Gefährlich. Weiß nicht, ob ich einen Trank nehmen soll oder ob ich das jetzt nochmal versuche zu schaffen. Das wird echt gefährlich. Komm schon. Wow, 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 wow. Moment, Moment, Moment. Ich muss noch weitere Erscheinungen besiegen. Ich kann nur... Ah, oh, das ging jetzt viel zu schnell. Scheiße! No! Ich kann nur die anderen Erscheinungen... Ich kann nun die anderen Erscheinungen stören. Ja, ja. Sicher kannst du das, wenn du... Ich habe das Feuer entzündet und der König der Jagd behelligt mich nicht mehr. Ah, okay. Also hat das von heute Mittag doch noch gezählt. Jetzt muss ich aber erstmal einen Trank nehmen, Leute. Das dürfte mein richtiger Trank sein. So. Ja, dann hau ab. Renn um dein Leben, Alvin. Wie ich. So. Und jetzt Gruppe und los geht der Spaß. Oh Gott, und die Viva kommt auch noch. Ja, komm, alle drauf hier. So, mit mir kann man es ja machen. So, noch einer. Ah, nur noch einer. Gut. Das lief doch super. Komm. Na, komm, treffen, Geralt. Schönes, spannendes Quest hier. Okay, Alvin geht's gut, aber mir nicht mehr. Ach komm, jetzt tötet das Ding doch endlich. Ja, ich muss noch weitere Erscheinungen. Ich kann nun die anderen... Warum immer noch mehr? Oder muss ich... Mache ich was falsch? Muss ich doch nochmal, ich weiß nicht. Oh, Leute, ich... Warte mal. Nimm erstmal das da und das da. Oh, Geralt, du sollst noch was schlucken. Schluck, 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 schluck. So, jetzt muss ich aufhören mit Schlucken. Schaut auf mein Toxin. Geh mal da weg. Mensch, Geralt, nein. Ah, ich hasse diesen Lähmungseffekt. Da fällt mir eh was ein. Ich hätte mal was dagegen nehmen können. Aber das ist jetzt zu spät. Ich kann nicht noch was nehmen. Ich will mir dieses dumme Dings mal angucken. Die Druidenlaterne. Oh, warum ist er denn jetzt so lang... Warum schleicht er denn jetzt vor sich hin? Geralt! Du bist ein Vollidiot manchmal. Aber gut, das geht nicht, während ich kämpfe. Das geht gar nicht. Kann ich nicht bringen. Stopp. Oder geht's doch? Shit. Es scheint was zu gehen. Mal gucken, was passiert. Ja, nichts passiert. Es war ein Satz mit X hier. Alles klar. Hopp, komm. Komm schon. Gruppen. Haut ruf. Mach was, Geralt. Geralt, lass dich doch nicht so verprügeln. Ach Gott. Was für eine Pein. Ja, zum dritten Mal laden wir diesen Part. Und es dauert wieder. Na, schön. Das lief scheiße. Es ist aber echt viel. Aber... Ich hab nicht umsonst mir hier tolle Tränke gemacht. Nee. Du lädst mal schön das da ganz oben. Ich hab mir nicht umsonst geile Tränke gemacht, denn der einzige Grund, weshalb ich hier Probleme habe, ist ja wohl eindeutig. Weil ich immer gelähmt werde. Und genau dagegen habe ich jetzt einen Trank. Und den benutzen wir jetzt. Dann will ich doch mal lachen, wenn das nicht besser läuft. Schaffen wir das in dem Part noch? Ja, komm, das machen wir jetzt noch schnell. Da hinten sind sie. Wir pfeifen uns jetzt definitiv die Weide rein. Mal gucken, ob ich die auf die Schnelle finde.
Wolverine erhöht zugefügten Schaden, wenn die Vitalität unter die Hälfte ist, könnten wir eigentlich auch schlürfen. Wisst ihr das? Weil das sind richtig fiese Gegner gerade. Ich muss nur mit meinem Toxin ein bisschen aufpassen. So, wo ist die Weite? Die Ausdauer? Weite. Gibt vollkommene Immunität gegen Lähmung und Niederschlag. Genau das. So. Und zu guter Letzt noch eine Schwalbe. Und dann darf ich aber auch mir keinen Absurd mehr leisten. Das ist dann zu viel des Guten. So. Ein kleiner Quicksave. Das müsste jetzt hinhauen. Nichts mehr mit diesen nervigen Lähmungen. Komm her. Was ist denn jetzt? Ihr seid eine Gruppe, also benimmt euch auch wie eine Gruppe. Gruppenangriff hier, hallo. Oh, seid ihr blöd? War ich heute jeden Einzelnen. Dass die anderen kommen. So, jetzt. Ah, darf ich? Ja, irgendwie treffe ich trotzdem. Hallo! Hallo! Komm, komm. Was ist denn los, Geralt? Geralt, jetzt ging ja gar nichts. Will er mich verarschen hier? Was war denn das jetzt? Der hat einfach nichts gemacht. Ich habe geklickt und geklickt und er steht einfach nur da. Das verstehe ich nicht. Ich bin doch immun gegen Lähmung. Das lief ja vorhin tausendmal besser. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Nochmal. Mit dem gleichen Buff. Das kann es jetzt nicht sein. Letzter Versuch für den Part. Jetzt habe ich gedacht, hier, ich bin hier voll der Pro mit meinen Tränken und dann sowas. Das war echt merkwürdig. So. Vielleicht habe ich auch schon zu viel Toxin in mir und bin deswegen blem-blem im Kopf. Ich weiß es nicht. Ja, wir bleiben jetzt mal ganz cool. Wieso? Ach, die weichen mir irgendwie so ganz komisch aus. Und rennen dann unglaublich weit weg. Da. Was bin ich jetzt? Was ist jetzt? Ich bin doch immun. Ich müsste immun sein gegen die Scheiße. Ach, kommt, Leute, das ist unfair. Das kann ja gar nichts. Was soll denn der Mist? Schleich dich weg, Geralt. Du bist ein Vollidiot. Ich bin echt enttäuscht. Ich bin richtig enttäuscht gerade. Das lief ohne Buff tausendmal besser. Er kann ja gar nichts mehr. Schmerz. Schmerzzustand, aha. Ja, toll. Die machen gar keine Lähmung. Oh, die machen überhaupt keine Lähmung hier. Wie er rumkrüppelt, der Vollidiot, ey. Kriegt überhaupt nichts mehr gebacken mit den Tränken. Wieso kann ich noch nicht mal mein Igni machen hier? Ich hab doch volle Ausdauer. Oder ist er zu blöd dafür? Ja, er ist echt zu blöd. Er kriegt gar nichts mehr gebacken. Oh, Geralt ist wieder schnell. Vielleicht kann das jetzt. Ey, weißt du, also. Das ist nicht schön, nicht schön. Probieren wir es noch einmal. Gibt's doch nicht, ey. Hilf mir, Hilfe! Er macht keinen Igni. Warum? Warte mal, ich versuche jetzt nochmal so eine Laterne einzubringen, also dass das ganz sicher wirkt hier. Oh, schön, dass das mal geklappt hat, ausnahmsweise. Warum hat es die letzten Male nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Klappt gar nichts mehr. Der Buff ist voll für den Arsch. Komm. Ja. Nee. Klappt nix. Also der Gruppenangriff klappt hier irgendwie gar nicht. Und wenn ich keinen Gruppenangriff mache, dann prügeln mich die anderen ein. Das ist alles sehr seltsam gerade. Die auch immer ausweichen, so komplett fies. Warte mal, vielleicht auch den Starken nehmen. Ah, nee. Weichen sie mir genauso weg. Du wieder, du wieder. Das ist so ein Witz. Okay, dann wieder so rum. Hallo. Die machen hier voll das Hit und Run mit mir. Ich fühle mich verarscht. Das haben die vorhin nicht gemacht. Geralt, ich will, dass du Igni machst. Ich drück Rechtsklick und es passiert einfach nichts.
Das verstehe ich nicht. Nee, das verstehe ich echt nicht. Das muss an den Drängen liegen. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht wirklich wegen dem Gift bereits. Ich weiß nicht. Dass er da echt nichts kann. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ja, jetzt lässt er sich wieder vermöbeln. Na, Leute, das war ein geiler Fail, ha? Huh? Ich glaube, wir werden im nächsten Part das nochmal komplett ohne Tränke versuchen, weil da hatte ich es fast gehabt. Das ist echt ein Witz. Jetzt wollte ich hier super stark sein und so ein Dreck hier. Schaut's euch an. Mach. Weiß nicht, woran es liegt. Reichen mir bei allem aus. Egal, was ich benutze und mache. Das ist sinnlos. Igni geht nicht aus mir undefinierbaren Gründen. Ich kann die nur blöd angucken. Das ist ein Witz, ey. Ja, komm. Oh ja, komm. Gruppen auf Viva. Und damit treffe ich auch die anderen, oder? Nee, ich treffe gar nichts. Okay. Ich bin wieder gelähmt, obwohl ich nicht gelähmt sein sollte. Ach nee, es heißt ja Schmerz. Toller Unterschied. Ja, lecco mio! Ach, lass gut sein. Nächstes Mal dann bei The Witcher. Komplett ohne Tränke und dann wahrscheinlich mit Erfolg. Wir hatten's doch das letzte Mal fast. Das ist ein Dreck. Also Tränke können tödlich sein, merkt euch das. Genauso wie der Schneesturm. Jetzt habe ich noch deutlich mehr Tränke, die auf die rote Liste kommen. Ja. Bis zum nächsten Mal.